Hallöchen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier zum zweiten Anlauf der Aufnahmesession. mal sehen, ob das überhaupt das Licht der Welt erblickt. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play No Man's Land in der Engländer-Kampagne. Wie ihr gesehen könnt, habe ich schon mal angefangen. Es gibt schon mal einen Versuch der Aufnahmesession. Natürlich hat das Ganze mal wieder aufgrund technischer Probleme nicht funktioniert. Wir probieren das jetzt mit ein paar Einstellungen oder mit ein paar anderen Einstellungen nochmal und schauen uns natürlich nochmal das Video Das Abenteuer beginnt an. Viel Spaß! So, ja, startet dann nachher nicht direkt die Mission jetzt, weil... Ja, ich hätte immer wieder auf den Desktop geworfen, aber davon kriegt ihr hoffentlich nichts mit. Genau, Mission 1 in feindlichen Gewässern. Let's go! Es sind zu viele. Bring uns hier raus, Steuermann! Ja, die englischen Kriegsschiffe haben leider gegen die spanischen Galeonen keine Chance. Wo um alles in der Welt sind wir hier? Was ist das für eine Insel, Jeremiah? Der Sturm hat uns weit nach Süden abgetrieben, Reverend. Direkt in die Arme des Feindes. Wenn ich nicht irre, liegt hier in der Nähe Santa Marta, eine wichtige Hafenstadt der Spanier. Der Herr strafe Sie für den Mord an unseren Brüdern. Nun, was schlagt ihr vor, Sanders? Die Spanier werden schon bald nach uns suchen. Mit etwas Glück bleibt uns genug Zeit, einen Stützpunkt zu errichten und eine kleine Flotte auszuheben. Ohne Begleitschutz werden wir nicht weit kommen. Dann lasst uns unverzüglich an die Arbeit gehen. Herr, gib uns Kraft, diese Prüfung zu bestehen. So, errichten Sie ein Bürgerhaus und dann einen Hafen. As good as done. Ah, jetzt kommen wieder die Frauen mit, is this really necessary? Sanders und Harper müssen überleben. Wir bauen das Bürgerhaus gleich hier. Schön direkt neben dem Holzvorkommen, weil Holz werden wir in dieser Mission sehr viel brauchen. Sein Wille geschehe. Unergründlich sind die Wege des Herrn. Unergründlich sind die Wege des Herrn. Gut. Okay. Bisschen, führe mich ans Licht. Bisschen was ausbilden. Na, was haben wir denn hier? Ich werde sie Demut lehren. Im Namen Gottes. Unergründlich sind die Wege des Herrn. Sein Wille geschehe. So, da haben wir ein sehr, sehr kleines Goldvorkommen leider nur. Egal. As good as done. Wir nehmen, was wir kriegen können. Okay. Nahrung gibt's hier gar keine.
Bedeutet ja schon mal, wir müssen uns irgendwie auf Dings verlassen. As good as done. Auf Fisch fangen. Is this really necessary? Sollte aber, glaube ich, hier auch kein Problem darstellen. Okay. As good as done. Genau das wollte ich. Is this really necessary? Ich wollte eigentlich, dass hier diesen Baum hier fällt, weil der steht irgendwie so ein bisschen im Weg. Achso, ich brauche, um das alles errichten zu können, eine Kaserne. Okay. Dann machen wir das doch mal. I'm all ears. As good as done. Is this really necessary? Führe mich ans Licht. Der Herr ist mein Hirte. Ja, wir haben hier natürlich wieder ein bisschen was zum Erkunden. Ich habe aber auch gerade gesehen, dass Jeremiah Sanders hat diese Sehenfertigkeit, womit man die Karte aufdecken kann, ähnlich wie das Fliegen der Stern hatte in der Waldindianer-Kampagne. Is this really necessary? Da wird man noch mal ein paar Leute, die Holz hacken, weil Holz geht hier wirklich schnell aus, weil wir viel mit Holz machen müssen. Your orders, Captain. Golly. So. Weigh the anchor. Golly. Weigh the anchor. Golly. Im Namen Gottes. Auge um Auge. Zahn um Zahn. Sein Wille geschehe. Unergründlich sind die Wege des Herrn. Golly. Am siebten Tage sollst du ruhen. So. Golly. Das werden wir es auch tun. Gleich mal zwei Fischerboote ausbilden. As good as done. As good as done. Sehr gut. Ich glaube, damit ist stetiger Holzvorrat gesichert erstmal. Bitte noch ein bisschen Wohnraum schaffen hier. Okay. Okay. Golly. Weigh the anchor. Ich bringe das Wort Gottes. Was ist los? Danke, aber ich kenne den Weg. So, dann decken wir mal ein bisschen hier Karte auf, würde ich sagen. Wem soll ich das Fell abziehen? Ein Sanders kennt keine Furcht. Okay. Wem soll ich das Fell abziehen? Hier hätten wir nochmal einen 3000er Goldvorkommen. Was ist los? Wem soll ich das Fell abziehen? Sehr, sehr stark befestigt hier alles. U3 von 4. Wem soll ich das Fell abziehen? Wem soll ich das Fell abziehen? Okay, das brauchen wir gar nicht erst versuchen anzugreifen. Ein bisschen geschützt hier, nicht, dass der hier meint, er muss angreifen. Ja, normalerweise waren die Engländer immer die Bösen. Jetzt spielen wir sie. As good as done. So, wir machen uns wieder mit Trick 17 unser eigenes Kanonenboot. Mächtiger als jedes andere, ich verspreche es euch. So, wo bleiben denn die Fischerboote? The hard wind is blowing. Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. Das war jetzt verschwendet. Was in Gottes Namen tun wir hier? Ein Sanders kennt keine Furcht. Da haben sie auch ein kleines vor, alles klar. Dies ist ein seltsames Land.
Was ist los? Ich finde, dass das zwischendrin mal ein kleines Safe-Wert ist. Kann der abliefern? Ja, kann er. Das muss man zwischendrin immer gucken. Weil die können zwar sammeln, aber manchmal, wenn der Dings... Oh, Goldquelle ist schon erschöpft. Krass. Wenn der Hafen irgendwie zu blöd steht, dann können die das nicht abliefern. Und das ist super ärgerlich, weil dann sammelst du diese ganze Nahrung und kannst sie nicht abliefern. Ja, ein Kriegsschiff können wir schon bauen. Na, oder vielleicht zwei. Ich hoffe, ein Plan mit den Kanonen geht auf. Und die Frage ist, ob wir diesen Vorposten hier vielleicht vernichtet bekommen. Das wäre ziemlich cool. Hätten wir noch mal ein bisschen Gold. Land in sight. Ja, zur Not, wenn die Nahrung ausgehen sollte, kann ich die ja kurz zurückschicken zum Hafen. Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. Dann zieh sie aus. Hoffentlich wisst ihr, was ihr tut. Ich dachte, Jeremiah kann schwimmen. Schade. All hands on deck. Mit sehr hoher Waffenreichweite. Wie gesagt, nichts gegen unser selbst erschaffenes Kanonenboot gleich. Werdet ihr gleich sehen. Das mit dem Gold ist echt ein bisschen madig. Ein Sanders kennt keine Furcht. Wem soll ich das Fell abziehen? Ihr habt einen Auftrag für mich? Da hätten wir schon mal eine Nahrungsquelle. Was in Gottes Namen tun wir hier? Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen... Hier hätten wir nochmal einen Goldabbau. Was in Gottes Namen tun wir hier? Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. Und vor allem hier wäre die Verteidigung nicht so stark, um anzugreifen. Wäre wirklich eine Idee hier an... Was ist los? Die Bärenfellkappe. Ja, hier ist nämlich Ende. Hier ist ein Turm. Okay, den kriegen wir platt, glaube ich. Was ist los? Da ist der nächste Turm. Aber ist alles nicht krass eigentlich. Ja, komm. Ein Kriegsschiff geht noch. Wobei, nee. Die Kanonen kosten sehr viel. Und die will ich unbedingt haben. Huiuiui. Wenn es so weitergeht, haben wir die Insel gleich abgeerntet. Na, wobei, nee. Ist schon noch ein bisschen Holz da. Einmal hier alles roden. Drei Kanonen, die wir uns, glaube ich, gar nicht komplett leisten können. Naja, hängt jetzt von den Damen hier ab, wie schnell die arbeiten. Yes, sir. Schrumpfen da hinten. Ja, ist gut, dass er mich darauf aufmerksam macht. Für eine Kanone reicht's noch. Das ist genau perfekt passen. Genau die 10 Kanonen, die ich brauche, plus die 2 Kriegsschiffe. Hä? Ein Sanders kennt keine Furcht. Sie mich verarschen? Führe mich ans Licht. Der Herr sendet mir ein Zeichen. As good as done. Okay. As good as done. As good as done. Fürchtet den Zorn Gottes.
As good as done. As good as done. Was ist los? Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Is this really necessary? Okay. As good as done. Dies ist ein seltsames Land. Dies ist vor allem ein tödliches Land. Dies ist ein seltsames Land. Okay. Wo kam das Vieh jetzt her? Egal, wir gehen mal auf Eroberungsfeldzug. Golly. All hands on deck. A hard wind is blowing. Close to the wind. Oh, hier gibt's auch noch mal schöne Vorkommen. Weigh the anchor. Close to the wind. Weigh the anchor. Close to the wind. Close to the wind. Fire the cannon! A hard wind is blowing. Close to the wind. Golly, close to the wind. Golly. Weigh the anchor. Golly, weigh the anchor. Jawohl. Ich liebe diesen Exploit. Das ist so scheiße mächtig mit diesen Kanonen. Oh, Captain! My Captain! Ja, er kann gleich wieder zum Reparieren fahren. Okay! Ich bringe das Wort Gottes. Am siebten Tage sollst du... Close to the wind. Sir, Admiral, sir. We are on course. Fire the cannon. All batteries, fire. Kann ich mir noch ein Transportschiff leisten? Naja, das kostet nur Holz. Das ist gut. Dann kann ich gleich mal eine ganze Ladung Frauen darüber schiffen. Kennt keine Furcht. Your orders, Captain. Weigh the anchor. Close to the wind. Das könnte blöd enden. Weigh the anchor. Golly. Weigh the anchor. Na, besser Rückzug. Oh, Captain! My Captain! Okay! Is this really necessary? Okay. Is this really necessary? Huh? Sir, Admiral, sir. All batteries, fire! All batteries, fire! We are on course. We are on course.
Fire the cannon! Sir! Admiral, sir! We are on course! We are on course! Aww. Oh, Captain! My Captain! Ja, da muss ich abhauen. Das ist viel zu stark. Ja, genau, fahr so. Sehr intelligent. Your orders, Captain. Sir, Admiral, sir. Jo. Oh, Captain, my Captain. Your orders, Captain. Weigh the anchor. Close to the wind. Weigh the anchor. Das hätte jetzt auch schief gehen können. Ich würde sagen, das ist ein Safe Wert. Close to the wind. Golly. Gut, jetzt versuchen wir mal hier ein bisschen Fuß zu fassen auf den, bei den Spaniern. Weigh the anchor. A hard wind is blowing. Weigh the anchor. Golly. A hard wind is blowing. Weigh the anchor. Close to the wind. Your orders, Captain. Weigh the anchor. I'm all ears. Is this really necessary? As good as done. Mögen Sie in der Hölle schmoren. Is this really necessary? Okay. Was wir tun, ist richtig. Was in Gottes Namen tun wir hier? Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Okay. Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. Ich habe noch eine Kugel im Lauf. Du hast immer nur eine Kugel im Lauf, das nennt sich Muskete. Was ist los? Lieber er als ich. Vor allem er. Hör auf zu ernten. Auf geht's. Hoffentlich wisst ihr, was ihr tut. Wo soll's hingehen? Danke, aber ich kenne den Weg. Okay, vielleicht wären ein paar Soldaten nicht verkehrt, ne? Kann ich hier eine Kaserne bauen? So ganz kackfrech, sag ich mal. Ah ja, perfekt. As good as done. Also nicht, dass ich viel ausbilden kann mit 170, aber... Okay. Ihr habt einen Auftrag für mich? Das wird ein Kinderspiel. Was in Gottes Namen tun wir hier? Hoffentlich wisst ihr, was ihr tut. Wer stört mein Gedenken? As you. Der Herr ist mein Hirte. Wem soll ich das Fell abziehen? Ich werde sie dem.
Das wird Ihnen noch helfen. Das wird ein Kinderspiel. Okay, vielleicht erforsche ich doch mal die zwei Upgrades. What do you want? Dies ist ein Mögen Sie in der Hölle schwören. Jeder Schuss ein Treffer. Das wird Ihnen noch leid tun. Jeder Schuss ein Treffer. Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. Ich habe noch eine Kugel im Lauf. Lieber er als ich. Puh, das ist ein Nervenkitzel hier, wenn man fast keine Ressourcen hat, Freunde. Nein, lockt doch nicht wieder alle an. Was in Gottes Namen tun wir hier? So, jetzt muss diese Finke hier mal weg. Nein! Jesus Christ! Jeremiah, bist du verrückt? Auf geht's. Hoffentlich wisst ihr, was ihr tut. I'm careful. Who is it? Was ist los? Das wird ein Kinderspiel. Was ist los? Ich habe noch eine Kugel im Lauf. I'm careful. Okay, auch diesen Fortschritt wage ich zu speichern. What do you want? Your orders, Captain. Close to the wind. Keine Chance gegen diese spanische Galeone. Captain, golly. Weigh the anchor. Kommt, rettet euer Kriegsschiff. Weigh the anchor. Die Bärenfellkappe ist doch ein bisschen warm. My lord. Okay. Das hat wenigstens mal ein bisschen mehr. Okay, ich brauche noch ein paar Frauen, bitte. Am besten so 5 Stück werden. Is this really necessary? Okay. Okay. As good as done. Pff, diese spanischen Kriegsschiffe so schlecht sind, ne? Wem soll ich das Fell abziehen? Soll ich wirklich nochmal Kanonen versuchen auszubilden? Ich bin ja skeptisch gerade. Land in sight. Land in sight.
Land in sight. Weigh the anchor. Weigh the anchor. Golly. My lord. What is it? Is this really necessary? Ja, ist es. As good as done. Dammt nochmal. I'm here. Is this really necessary? Okay. Is this really necessary? Maximalen Wohnraum haben wir. Ich könnte hier wahrscheinlich fett die Land Invasion machen. Your orders, Captain. Close to the wind. Mal gerade noch ein bisschen zu shy hier aufzuschlagen. Aber es ist schon ziemlich dreist, direkt vor der Tür vom Spanier hier mein Lager aufzuschlagen. Yes, sir. Wenn mal geplättet hier. Der Herr segne dich. Ach, danke schön. Ein Sanders kennt keine Furcht. Am siebten Tage sollst du ruhen. Yes, sir. Ist da eine Kanone drin in diesem Turm? Das ist jetzt die spannende Frage. Hm, scheinbar nicht. Ich könnte die Häfen auch von Land aus zerstören. Da sind zwar einige Türme in meinem Weg, aber das ist natürlich deutlich leichter, als jetzt hier eine Flotte auszuheben von englischen Kriegsschiffen, die den Spanischen sowieso nicht überlegen sind. Weißt du was? Geht mir gerade alles ein bisschen zu langsam. Almost done. Almost done. Almost done. Almost done. Sein Wille geschehe. Führe mich ans Licht. Ich bringe das Wort Gottes. Mit Gottes Hilfe. Was ist los? At your side. Almost done. Kannst du mir aber nicht erzählen, dass die nicht jetzt gespawnt sind hier.
on the spot. Accomplished. Ich glaube, so war die Mission nicht intended. Aber ich find's gut, wie wir das angehen. Almost done. Ja, die sind hier gespawnt. Almost done. What do you want? Was wir tun, ist richtig. Ihr habt einen Auftrag für mich? Oh, Captain! Mein Captain! Die Bärenfellkappe ist noch ein bisschen warm. Ich habe noch eine Kugel im Lauf. Was wir tun, ist richtig. Yes, sir. Almost done. On the spot. Almost done. Almost done. Almost done. On the spot. Oh, Captain! My Captain! Oh, Captain, my Captain. Wem soll ich das Fell abziehen? On the spot. Was in Gottes Namen tun wir hier? I'm watching you. I'm watching you. Der Herr ist mein Hirte. At your service. Accomplished. Wer stört mein Gebet? Sein Wille geschehe. Unergründlich sind die Wege des Herrn. Der Herr ist mein Hirte. My Lord. At your service. Accomplished. Tja, tschüss Spanier an dieser Stelle. At your service. Oh. Das wäre fast schief gegangen. Do you hear the silence? Hätte man noch ein paar Wachen. Na, vielleicht ist meine Flotte mittlerweile auch groß genug, um mit der mal anzugreifen. Sir, Admiral, Sir. Ich glaube, gerade so ein Dual Attack von zwei Seiten könnte jetzt hier gut sein. All batteries fire. All batteries. Aber die Briten natürlich mit ihrem geilen Akzent. Fire the cannon. Okay. At your service. On the spot. Oh, Captain. My Captain. Vom Land und vom Meer aus. Ja, danke für diesen Tipp. Das funktioniert wunderbar. What do you want? At your service. Accomplished.
Yes, sir. Almost done. My. Oh shit. On the spot. On the spot. At your service. Fire the cannon. Uiuiui. Almost done. Almost done. Sir, Admiral, sir. Fire the cannon. So, Rückzug ist jetzt keine Option mehr. Was wir tun, ist richtig. Accomplished. Sein Wille geschehe. All batteries, fire! Wo soll's hingehen? Okay, das war der andere Hafen. Sendet mir ein Zeichen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Die Krone kann stolz auf uns sein. Diese Niederlage werden die Spanier nicht so leicht verschmerzen. Der Herr ist auf unserer Seite, Jeremiah. Er hält seine schützende Hand über uns. Wir haben seinen Beistand auch dringend nötig. Noch liegen einige hundert Meilen Seeweg zwischen uns und unserem Ziel, der neuen Welt. Ja. Das, liebe Freunde, war eine coole Partie. Gegen drei Gegner, wohlgemerkt. Haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Man merkt also, die englische Kampagne, die ist schon einen Ticken knackiger jetzt als die davor. Also wir sind gespannt, was hier noch kommt. Aber, liebe Freunde, erst beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaltet dann wieder ein zu Let's Play No Man's Land. Bis dahin, ciao, macht's gut, Freunde.